Lange Rede, kurzer Sinn. Wir versuchen es mal mit dem Worry. Wir versuchen es mal mit dem Worry. Der kann sich natürlich überhaupt nicht heilen. Aber das hat uns jetzt gerade beim Schaman auch nicht geholfen. Oh, wir machen so einen weißen Pferdeschwanz machen wir uns, genau. Wenn der lange Pferdeschwanz nicht so reinpasst, verschafft er sich halt Platz. Ja, genau. Granate Fist. Das ist gut, das ist gut. Stufe 1 Kriegerin, Welt betreten. Endlich seid ihr alt genug, Granate Fist. Und er lacht. Ihr eignet euch. Ich finde die Questtexte übrigens sehr, sehr cool immer. Ich lese die auch manchmal ganz gerne noch. Zweifellos wollt ihr euch einen mächtigen Drachen oder einen Dämon suchen und ihn mit bloßen Händen erwürgen. Aber vielleicht ist es vernünftiger, wenn er mit etwas weniger gefährlichem anfinget. Ja, und somit geht das Ganze von vorne los. Vielleicht schaffen wir diesmal ja mehr als Level 7. So, scheckiger Eber getötet. Der hat uns schon mal leichte Kettenarmschienen spendiert hier. 25 Rüstungen for free, Junge. Voll gut. Und ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, wirklich jetzt auf Servern spielen zu können, wo wirklich jeder sich nicht wiederbeleben kann. Ja, also ich finde, es ist nochmal ein Unterschied, ob man auf einem Server spielt, wo Leute spielen, die... Ja, also wo unterschiedliche Spielziele sind, also wo Leute sind, die dann sich halt auch wiederbeleben und dann halt andere Dinge tun. Nice, zerrissene Hose. Oder ob du halt auf einem Server bist, wo jeder nur einmal sterben kann. Das hat schon nochmal ein anderes Feeling, finde ich. Ich hoffe, die Tastatur ist nicht zu laut. Ich hatte überlegt, ob ich wieder meine leisere Tastatur annehme für Hardcore, aber ich habe mir dann gedacht, ne, das ist mir zu heiß, ich komme damit nicht so gut zurecht und am Ende möchte ich nicht, dass ich deswegen verrecke, weil ich eine Tastatur benutze, mit der ich nicht so gut zurechtkomme. Oh, jetzt können wir das... Oh, die Kaktusäpfel. Kaktusäpfel Surprise. Legendär, diese Quest. Legendär. Ich brauche Kaktusäpfel. Ja, da sind wir ganz schnell wieder Level 7. Ganz schnell. Malgor ist jetzt auch nicht unbedingt der beste Ort, um zu leveln. Mit der Kuh. Ich meine, ich mag Kühe. Ja, ich finde die einfach toll. Aber Malgor ist, da ist alles sehr weit auseinander. Also hier ist es alles ein bisschen, geht alles ein bisschen flotter. Und wie ich schon im Titel geschrieben habe, ich habe noch nie einen so triftigen Grund gefunden, immer wieder neue Charaktere anzufangen. Es ist voll gut. Ich habe mein Leben lang eigentlich eine Ausrede gesucht, um immer wieder neu anzufangen. Weil ich liebe es irgendwie einfach, neue Charaktere anzufangen. Am Anfang ist immer noch alles so übersichtlich. Man hat halt seine 1 bis 3 Spells, man ja, weiß genau, woran man ist, was man hat. Später wird dann immer alles komplizierter. Und natürlich ist der Levelfortschritt am Anfang auch noch viel, viel schneller als später. Man bekommt ein Achievement dafür, dass man in unter 120 Stunden Level 60 wird. Überlegt mal, 120 Stunden heute braucht man, in Retail braucht man bis Max-Level vielleicht noch 20 Stunden. Ja, ein bisschen mehr vielleicht, aber... Kochendes Blut, genau, erhöht den Grundwert der Nahkampfangriffskraft um 25%. Verringert Effektivität von auf euch gewirkten Heileffekten. Ach so, ja gut, okay, das ist nicht so gut, aber ansonsten ist kochendes Blut eigentlich ziemlich cool. Das heißt, wir werden es einfach on Cooldown benutzen. Das Schöne ist, man braucht sich halt gar nicht erst bemühen, irgendwie alles schnell zu machen, weil es geht sowieso nicht schnell. Ja, es gibt ja auch echt viele Leute, die schon einfach seit keine Ahnung wie lange Hardcore spielen, halt inoffiziell dann. Nicht auf offiziellen Servern und die sind natürlich die absoluten Oberprofis, die min-maxen alles, ne? Die wissen genau, was sie wann, wo, mit welchem Level
an Kupfer haben, damit sie den und den Spell kaufen können. Und da ist alles durchgetaktet. Also so ein Bob wie mich, der jetzt unter Level 10 gestorben ist, habe ich heute noch nicht gesehen. Schwänze sammeln, Leute, Schwänze. Boah, der hat mich vergiftet. Das ist aber unhöflich. So, ach hier die Quest mit Hanasua, Kriegerin. Ich dachte schon, ich müsste hier draußen sterben und niemand würde es bemerken. Auf der Jagd nach den Skorpinen des Tals stieß ich auf ein besonders heimtückisches Exemplar. Ich stürzte mich auf ihn und konnte einer seiner Klauen einen ordentlichen Draufschlag versetzen, bevor sie sich um mein Bein schloss. Ich hatte jedoch nicht mit seinem Stecher gerechnet, den er tief in meine Brust trieb, mit dem er mein Fleisch zerschnitt und mir einen großen Blutverlust verursachte. Bitte, ihr müsst den Skorpid für mich töten. Meine Ehre darf nicht besudelt werden. Da oben auf dem Plateau im Süden habe ich gegen ihn gekämpft. Ich weiß gar nicht, ist der eigentlich böse? Das weiß ich gar nicht mehr, ob der Elite war. Aber ich glaube, der war auch damals schon nicht so schwer. Wo bist du? Sarkoth, er ist Level 4 schon. Schaffen wir den? Ja, ne? Den schaffen wir. So. Volle Möhre drauf. Oh. Er hat uns vergiftet und Heileffekte verringert. Was für ein böser Typ. Mein Schlag war nicht stark genug, um ihn zu töten, aber wenn ich mir den Schaden ansehe, den ich verursacht habe, macht es mich doch ein bisschen stolz. Mit diesem bisschen Stolz muss ich mich zufrieden geben, wenn ich sterbe. Doch in diesem Licht betrachtet, erfüllt mich die kurze Liste meiner im Leben erreichten Leistungen mit Wut. Was ihr für mich getan habt, gibt mir Zuversicht. Ich darf nicht einfach so gehen. Ich muss durchhalten. Ohne Hilfe schaffe ich jedoch den Weg zurück zum Höhlenbau nicht. Bitte, kehrt zum Höhlenbau zurück und berichtet Gornik von meiner Lage. Vielleicht kann er mir helfen. Ja, machen wir. Huch, und er steht plötzlich auf. Kommt dich an die höheren Regale ran. Ja, das ist natürlich hinderlich, ne? Ich kenne das. Ich bin ja auch relativ klein. Und ich muss mir auch immer einen Stuhl holen, wenn ich irgendwie an die Schubladen ran will. Schubladen? Genau, wenn ich an die Schubladen ran will. So klein bin ich nämlich. Wie groß bist du? Ich bin 1,60. Ach, die Peon-Quests. Ich liebe... Oh, die Classic-Quests, die sind alle so cool. Ich liebe es. Verdammte faule Peons. Benutzt den Totschläger des Großknechts an faulen Peons, wenn sie schlafen. Weckt 5 Peons auf und bringt dann den Totschläger des Großknechts zu Großknecht Hazeril ins Lager zurück. Hey, diese Quest, ne? Die ist einfach der Inbegriff, Mann. Mich in Ruhe lassen. Und was die auch... getan werden? Und das sind... Was für ein Ork ihr mir halten? Die Sounds übrigens von den faulen Peons sind die gleichen Sounds wie bei Warcraft. Bei Warcraft 3. Da haben sie drauf geachtet, dass das die gleichen Peon-Sounds sind. Und das finde ich mega. Au, na gut, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Genau, geh mal an die Arbeit. Ihr sucht doch etwas. So, ihr sucht doch etwas. Was ist es? Money suche ich. Money. Da rennt einer auf der Stelle. Scheiß Höhle. Da ist wohl jemand in der Höhle verreckt, hä? Hallo Krieger-Lehrer, kannst du mir Kriegern beibringen? Schlachtruf. Genau, wir müssen mal gucken, weil, seht ihr, nein, ihr seht es nicht, weil mein Gesicht drüber ist. Warte mal. So, jetzt zeige ich euch das. Wir sind jetzt beim Klassenlehrer, der uns unsere Sachen beibringt. Und jeder Spell, den wir hier lernen, kostet 1 Silber. Und wir haben gerade 2 Silber. Also ihr seht schon. So. Oh geil, wir kriegen ein... Oh nein, wir kriegen nur eine Einhandaxt. Die macht trotzdem mehr Schaden. Oh Gott, und wir müssen die ganzen anderen Waffenarten noch lernen. Das kostet auch alles. Der Höhlenbau da. Das fand ich früher mal total spannend. Ich bin hier mal reingelaufen, hab geguckt,
wo geht's denn hier weiter? Was ist denn hier noch? Wie weit geht der denn rein? Und dann war ich mal ein bisschen enttäuscht, dass der gar nicht so tief reinging. Genau, hier sind nämlich noch die ganzen Lehrer. Hier ist ein Waffenschmied. Wie kann ich euch helfen? Ich suche was Zweihändiges. Eine Breitaxt, die ist aber teuer. Die ist aber teuer. Nee, die können wir uns nicht leisten. Dann müssen wir mit einer Einhandaxt weiterkloppen. Dann ist das eben so. Also ich, ja gut, wir könnten uns halt ein Rundschild für 34 Kupfer holen. Boah, sollen wir das einfach mal machen? Dann haben wir wenigstens ein Schild, wenn wir jetzt da in diese Höhle gehen. Besser ist das, Leute, besser ist das. Es war immer unterschiedlich. Manche Lehrer fanden toll, über Eltern und Kinder abzulästern. Und die Schule, an der ich zum Schluss war, war es halt, da war es halt ein wildes Jeder gegen jeden. Warum stelle ich mir jetzt Lehrer mit Wrestling-Outfits vor? So, ich glaube, das Medaillon war kein Random-Drop, sondern das gab es bei dem einen Anführer, ne? Ich muss mir den Hardcore auf jeden Fall auch angewöhnen, nicht einfach so in den Chat zu gucken. Sondern mir genau überlegen, wann ich dafür eigentlich Zeit habe, um das mal blöd auszudrücken. Weil, ja, ne? Wenn man nicht hinguckt, stirbt man auch schnell mal. Oh mein Gott, wir haben einen Beutel gefunden. Wir haben einen Beutel gefunden. Da ist das Medaillon. Jetzt brauchen wir nur noch die Spitzhacke. Die war hier aber auch irgendwo. Boah, wie viele Leute hier rumlaufen. Das ist so ungewohnt einfach. So ungewohnt. Ich wollte ja versuchen, ohne Questhelper zu spielen. Ob ich das schaffe, weiß ich noch nicht. Ich habe sie in einer Kammer mit Wasserfällen gelassen. Meine Hacke ist verzaubert, daher könnt ihr sie im Dunkeln sehen und müsst euch keine Sorgen machen, wie ihr sie findet. Nur diejenigen, die sie bewachen, müsst ihr töten. In einer Kammer mit Wasserfällen. Achtung. Da! Da! Da ist sie. Oh mein Gott. Vorsicht. Wir haben die Hacke und jetzt können wir einmal Ruhestein zünden. So, ihr habt es gut gemacht. Eure Bemühungen im Kaufen der Burning Blade sind der Schlüssel für die Ausrottung dieses Kults im Tal der Prüfung. Ich fürchte jedoch, dass sie in unserem Land noch mehr vorhaben. Ja, ich bin auch schon der 1000. Spieler, der diesen Kult ausrottet hier im Tal der Prüfung. So, oh, 5 Rüstung mehr. Recht mit Meister Gadrin in Senjin. Oh Gott, jetzt müssen wir bis nach Senjin laufen, ne? Ich feiere diesen langen geflochtenen Zopf, ne? Der ist super. Wir trollen uns jetzt zu den Trollen. Redet mit mir. Sprecht leiser, Kriegerin. Die Zentauren der Kolka liegen gleich hinter jener Kuppe im Westen der Kolka-Klippe. Aha. Oh. Sie planen einen 3-stufigen Angriff auf die Trolle und Orks. Ihre Invasion muss verhindert werden. Okay, ja, das sind jetzt die ganzen Quests hier auf diesen... Hallo, Mann! Ja, Mann! Ja, ist gut, Mann! Auf der Insel. So, erste Hilfe, da kommen wir nicht drum rum. Das müssen wir auf jeden Fall lernen. Wir haben noch keinen Leinstoff, aber den werden wir dann bei den Humanoiden bekommen. Parieren und Donnerknall können wir lernen. Oh Gott, beides ist cool, ehrlich gesagt. Wir haben aktuell aber dann eine 0,0% Chance zu parieren. Ah, die laufen jetzt halt weg. Jetzt müssen wir echt aufpassen, dass wir hier nicht zu tief reinrennen. So ein bisschen am Rand bleiben. Da ist man dann nämlich auch schnell mal von 3 umzingelt. Und ich weiß nicht, ob wir das mit dem Krieger hinbekommen. Wir müssen uns mal eine Fernkampfwaffe besorgen irgendwie. Dass wir ja auch vernünftig pullen können, ohne dass wir da reinchargen müssen. Ach, wir müssen ja den Leutnant töten. Dafür müssen wir eh in die Burg rein. Och, da respawnen sie schon, die Säue. Ja, da geht's schon los hier. Ich bin auf jeden Fall für Safe Play. So, ziehen mal kochendes Blut. Ich habe kein Ziel. Okay.
Achtung, Achtung. Hier dürften jetzt gerade mal keine neuen spawnen. Denn die haben wir jetzt alle ausgeschaltet. Ich habe so Schiss, in diese Burg zu gehen, ne? Ich habe so Schiss. Aber Angriff ist die beste Verteidigung. Ah, da sind schon wieder zwei gleich. Oh Gott. Im Himmel, ey. Nicht genug Wut. Oh Leute, das wird noch lustig. Ich glaube, wir warten mal lieber noch ein, zwei Level. Oh! Die Säue! Gleich zwei von denen, ne? Nee, das ist mir auch zu gefährlich jetzt. Laufen wir mal weg. Drei. Eieiei. Wir machen jetzt was Ungefährliches. Wir töten jetzt Brandungskriecher. Ein Schwanzpeitscher. Jo. Ah, hier ist der erste Duota-Tiger. Aber der ist auch schon Level 8. Okay, da müssen wir aufpassen. Wo ist eigentlich meine Waffe? Also jetzt... Okay, ich wollte gerade sagen, wieso kloppt die jetzt... Ich meine, sie heißt zwar Granate Fist, aber wieso kloppt sie die ganze Zeit mit der Hand auf den einen? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann schon noch ein Level drüber... noch ein Level mehr haben. Dann sind wir schon wieder ein bisschen weniger gefährdet hier. Ich traue mich auch gar nicht, zu diesen Zentauren zu gehen. Wir müssten mal gucken, welches Level die so haben. So, jetzt haben wir hier alles abgefarmt. Jetzt ist der ganze Strand ist leer geräumt. Ich glaube, irgendwann hat man es dann auch raus, welches Startgebiet man am besten spielt, ne? Auf der anderen Seite sollte man vielleicht das Startgebiet spielen, was einem einfach am meisten Spaß macht. Ich glaube, das Untoten-Startgebiet hat mir immer ganz gut gefallen. Okay, gerade sehe ich keine weiteren Makruras, aber wir könnten uns vielleicht mal wieder auf die Insel... Wir sind zwar immer noch Level 6... Wir könnten uns mal langsam wieder auf die Insel wagen. Ich meine, lange ist es nicht mehr, bis wir ein Level Up haben. Und vielleicht erwischen wir ja noch ein, zwei Tiger. Wenn man den Geist nicht freilässt, bleibt die Leiche dann eigentlich liegen? Für immer? Das wäre so cool. Aber ne, ich glaube, irgendwann despawnt die auch, ne? Weil sonst wäre ja alles voller Leichen. Ja! Drei Augen! Drei Augen! Da hinten ist noch einer. Wir haben einen Lauf, wir haben einen Lauf. Ja! Wir haben die Quest geschafft, Leute. Wir haben sie geschafft. Schnell abgeben. Und dann sind wir auch Level 7 und dann können wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, auf die Insel zu gehen. Gut gemacht, wirklich sehr gut. Ja, danke schön. Level 7, yay! Screenshot gespeichert. Wie cool. Ich habe von jedem Level Up einen Screenshot in meinem Screenshot-Ordner. Ja, wir gucken mal. Hier ist schon der erste Zentauren-Kollege. Zwangsarbeiter, uiuiui. Ja, da wäre ich auch grumpig. Guck mal, wie grumpig der guckt. So, der verschwindet ja jetzt nicht oder so ein Käse, ne? Natürlich verschwindet er. Wie gemein ist das denn? Okay, ich bin guter Dinge, dass wir diese Quest... unbeschadet schaffen. Ja, das ist ja wie in der Schlange. Wir stehen in der Schlange. Oh, Leute, wir haben die Quest geschafft. Wir haben die Quest geschafft. Aber ganz ehrlich, wenn man hier ganz alleine ist und keine anderen Spieler da sind, dann ist es auf jeden Fall schwieriger, würde ich sagen. Wofür haben wir eigentlich diesen Schleim bekommen? Für die Makruras? Den können wir eigentlich auch ganz gut benutzen, ne? Bring dem Koch Torka in Klingenhügel drei Schwanzpeitsche-Eier. Ach, das ist die Eierquest. Ja, dann ist doch gut, dass wir erstmal hier gewesen sind. Schwanzpeitscher? Also manche Kings, uff, natürlich. Ja, ja. So, gib doch mal einen Tipp ab, bis zu welchem Level ich komme heute. Beziehungsweise nicht heute, sondern mit diesem Charakter allgemein. Wie weit schaffe ich es mit diesem Charakter? Level 1, ich habe gewonnen. Nee, das gilt nicht. Alles über Level 7. Oder vielleicht auch Level 7. Vielleicht sterbe ich ja in diesem Level noch. Wir müssen in diese Burg hinein, um Leutnant Benedikt zu töten. Ja, jetzt haben wir doch schon ein bisschen mehr Wumms hinter der Haube hier.
Bloß keine Zeit verlieren. Ein bisschen beeilen müssen wir uns leider auch. Weil... Oh, schaffen wir zwei Gegner? Don't know. Boah, ist schon knapp, ne? Die Musik passt gerade sehr zu der Dramatik hier. Ich wünschte, ich hätte eine bessere Waffe. Scheiße, das sind zwei. Okay. Den einen, den spinnen wir mal kurz ein. Kann der uns nämlich nischt. So. Oh, Humanoide sind schon wesentlich gefährlicher als Tiere, weil die können parieren und so ein Scheiß. Ich höre Kampfgeräusche. Wir sind offenbar nicht der Einzige hier drin. Wenn wir Pech haben, ist der Chef gerade nicht da. Das Ding ist, einfach rauslaufen funktioniert dann halt auch nicht, weil wir... Hier ist schon einer gestorben. Weil die ja alle respawnen. Scheiße. Ja, da geht's schon los. Und der hat gepult. No. Kommen die jetzt? Ja, kommen jetzt angelaufen. Okay, Moment. Bisschen erste Hilfe benutzen. Und da kommen die nächsten. Seht ihr das, was das für ein Kack ist hier? Oh, scheiße, 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 scheiße. Ist da jetzt ein Spieler reingelaufen? Können wir dem folgen? Ja, guck mal, nach zu zweit schaffen wir das. Zweit. Ich helfe dir mal ein bisschen. Weil ich total lieb bin. Ein Kriegerkollegen, dem müssen wir auf jeden Fall helfen. Helft ihr mir auch, oder? Okay, das ist nicht nett. Ah, das Hexapad hilft mir wieder. Sehr gut. Oh, hallo. Da hat jemand Freunde mitgebracht. Na komm. Jemand den Boss schon gepult? Wo ist der Boss überhaupt? Ah, der ist gerade gestorben, okay. Ja, dann müssen wir aber ja jetzt nur die Position noch halten, ne? Das schaffen wir. So, Benedikts Schlüssel führt ja zu so einer Truhe. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war. Ich glaube, hier hoch, ne? Und vielleicht können wir von da auch wieder fliehen aus dem... aus der ganzen Veranstaltung hier. Vergilbter Umschlag. So, jetzt gucken wir mal gerade rein. Das ist nämlich ein Quest-Item. Ihr öffnet den alten, verwitterten Umschlag und findet darin ein offiziell aussehendes Dokument. Ihr erkennt das Siegel Admiral Protmus. Es sieht wichtig aus. Vielleicht wäre Gartok, Kommandant von Klingenhügel, an diesen Informationen interessiert. So. Oh Gott, das ist ganz schön hoch. Nee, ich glaube, da springe ich lieber nicht runter. Oh, ich glaube auch, wir werden nicht alle Quests machen können. Es gibt Quests, die sind einfach zu gefährlich für Hardcore. So, es sieht gar nicht gut aus. Was ist denn nur mit Karst los? Es wäre sehr klug von euch, diese Information zu bringen.
Menschen kann man nicht trauen. Wir haben immer mit wachsamen Augen an ihrer Seite gekämpft, weil wir wussten, dass sie uns eines Tages verraten würden. Menschenabschaum hatte von vor seinem Ableben alles gut durchgeplant. Bringt Nazgrel in Thralls Kammer in Orgrimmar. Admiral Prot muss Befehle. Übergriff haben wir noch nicht fertig, aber vernichtet die Verräter. Für die Horde.